Das Unternehmen Forster wurde 1956 vom Herrn Ingenieur Franz Forster gegründet. Bis heute ist das Unternehmen zu einem der renommiertesten Unternehmen im Mostviertel herangewachsen. Aus der damaligen Prägeschilderfertigung entwickelte sich eine dynamische Firmengruppe mit einem sehr breiten Produktionsportfolio. Die gesamte Forster-Gruppe ist in den Bereichen Lärmschutz und Regalsysteme sowie im Bereich der Werbetechnik und Verkehrstechnik tätig. Im niederösterreichischen Mostviertel betreiben wir zwei Produktionsstandorte. Ein Produktionsstandort befindet sich in Weidhofen an der Yps mit 30.000 Quadratmetern und 200 Mitarbeitern in der Produktion. Der zweite Produktionsstandort in St. Peter in der Au hat eine Produktionsfläche von 27.000 Quadratmetern und ebenfalls 200 Mitarbeitern in der Produktion. Wir stellen hier am Standort St. Peter in der Au Regalsysteme für unterschiedliche Ablage- und Archivsysteme her. Unser zweiter Produktionsschwerpunkt sind Lärmschutzprodukte wie Aluminiumelemente, transparente Elemente sowie sämtliche Komponenten, die für die Herstellung einer kompletten Lärmschutzwand notwendig sind. Unsere innovativen Regalsysteme und Lärmschutzprodukte liefern wir weltweit, von Australien über Hongkong bis hin nach Kanada. Die Innovationsbereitschaft, der Einsatz modernster Fertigungstechnologien und die hohe Fertigungstiefe in der Produktion zeichnen uns ebenso aus wie die jahrzehntelange Erfahrung in der Metallbearbeitung. Neben der aktuell im Fokus stehenden Investition in eine Energiezentrale wurde auch in eine der modernsten Laseranlagen inklusive Materiallogistik von San Lorini investiert. Das L5 Laserschneidzentrum hat bei uns zu Beginn des Jahres eine Stanzschneidanlage aus den 90er Jahren ersetzt. Bereits diese Anlage war vollautomatisiert vom Lager bis zum Sortierer. Somit war der Automatisierungsgrad für die Neuinvestition auch vorgegeben und wir haben uns entschieden, in eine moderne Laserschneidanlage zu investieren. Bei der Auswahl und Planung der neuen Anlage waren wir mit mehreren Herstellern im Gespräch. Nach einem mehrmonatigen Prozess mit Zeitstudien, Musterfertigungen und Vergleich der verschiedenen Layouts wurden die Vor- und Nachteile abgewogen und San Lorini bot in allen Bereichen innovative Lösungen und somit ist die Entscheidung dann auf diese Maschine gefallen. Neben der guten Zugänglichkeit zum Schneidtisch durch die oben liegenden Antriebsachsen war für uns auch die hohen Dynamiken, die mit dem L5-System möglich sind, ausschlaggebend. Der Lagerturm und die Portalroboter sorgen auch bei sehr kleinen Stückzahlen für eine effiziente Fertigung. Darüber hinaus setzen wir die Anlage in der Nacht manuell ein. Im Büro werden die Schneidpläne mit der San Lorini Software erstellt. Anschließend wird die Stapelstrategie festgelegt. Die Sortierroboter werden über die Nexus Software programmiert und bieten durch ihre Drehbarkeit, die Multi-Gripping-Option, pneumatisch und magnetisch viele Möglichkeiten für die Abstapelung von Bauteilen. Durch die schnellen Ein- und Auslagerprozesse des Lagerturms kommt es beim Laserschneiden praktisch zu keinen Wartezeiten. Durch die Sortierroboter können die Bauteile gleich in der richtigen Ausrichtung für die nachfolgenden Prozesse, wie zum Beispiel das Biegezentrum, auf der Palette abgestapelt werden. Wir bei Forster arbeiten bereits seit mehreren Jahrzehnten mit San Lorini zusammen. Die älteste in Produktion befindliche Anlage ist mittlerweile 31 Jahre alt. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit San Lorini und der Investition in die neue STD-Anlage bleiben wir auch für die Zukunft wettbewerbsfähig.